grüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute mit einer spontanen Legung für dich. Was denkt und fühlt dein Seelenpartner und was ist sein möglich nächster Schritt? Bevor ich natürlich mit der Mischung der Karten beginne, lade ich dich herzlich ein, schließe deine Augen und tauche erstmal in der Energie der Kristallschale hinein. Und während ich die Karten mischen werde, sende mir deine Gedanken zu. Konzentriere dich. Was denkt und fühlt dein Seelenpartner? Was denkt er denn, wenn er an dich denkt? Was denkt er denn, wenn er an dich denkt? Was denkt er denn, wenn er an dich denkt? Was denkt er denn, wenn er an dich denkt? Was fühlt er denn, wenn er an dich denkt? Was fühlt er denn, wenn er an dich denkt? Was fühlt er denn in deine Richtung? Was fühlt er denn in deine Richtung? Und was ist sein möglich nächster Schritt? Was ist sein möglich nächster Schritt? Was ist sein möglich nächster Schritt in deine Richtung? Was ist sein möglich nächster Schritt in der... Oh, guckt mal, wie viele Karten hier rausgefallen sind. Ist doch unglaublich, ja? Ist doch unglaublich! Also, das alte gute Karma ist hier heute mal wieder sehr, sehr präsent. Das spielt hier schon eine große Rolle und hat einen Einfluss auf diesen Tagesablauf. Also seine Gedanken drehen sich um das Vorleben, um die karmischen Themen, um die unbewussten Aufgaben, die auch immer wieder hochkommen, vielleicht auch über die Neuausrichtung. Allerdings, er weiß nicht wie. Also er schaut nach einem schlauen Plan und ja, hofft auch, dass er hier auch wirklich diesen schlauen Plan auch hier finden wird. Also das spielt hier schon eine große Rolle. Also auf der Herzebene, er möchte gerne zu dir rüberkommen, also Herz von Herz, die Nähe zu dir finden. Das ist ihm ganz, ganz wichtig. Und was ich jetzt hier generell sehe, also im Herzen, wünschte sich auch diese Romantik, diese Einladung. Er weiß ja auch, dass du im Herzen für ihn ein Geschenk bist. Das fühlt er auch und möchte ja auch diese Nähe, also diese Brücke auch von Herz zu Herz zu dir, also wirklich aufbauen. Was allerdings bei ihm wirklich sehr stark wahrnehme, also durch diesen Grübeln, kommen ihm auch im Herzen auch natürlich negative Gedanken, negative Gefühle hoch, denn er verbietet sich jetzt, sich im Herzen dieses anzunehmen, das Geschenk wirklich zuzulassen. Wie geht es weiter? Also ich sehe hier schon die Treue und die Loyalität, die Sehnsucht auch zu dir. Also du bist hier sehr, sehr präsent bei ihm. Also das sind so seine nächsten Schritte. Also die Loyalität, die Treue, das Seelenband hier, das rote Seelenband aus dem Vorleben. Er ist dir treu ergeben. Er sehnt sich mehr, als du denkst, nach dir. Und vielleicht auch seit längerem. Also ihr seid jetzt schon auch über mehrere Inkarnationen miteinander verbunden. Und er spürt ja auch diese starke Anziehungskraft zu dir. Und was ich jetzt hier generell wahrnehme, also ich nehme jetzt hier schon sehr stark war deine Anziehungskraft und das macht ihm auch wirklich nervös. Also es kommt die Nervosität, die Aufgeregtsein, der hat Herzklopfen, Herzrasen etc. in deine Richtung. Wir fragen auch, was raten ihm die Karten denn jetzt? Und konzentriere dich. Konzentriere dich. Also es geht um das Herzensrhythmus. Also mit Krishnas Rasalila, also der Rhythmus, ich folge dem Rhythmus meines Herzens. Und wir fragen auch aus dem Kartendeck Wolke 7, so was sagen ihm diese Engel? Welche Engel mag ihm heute begleiten? Und Engel der Stärke begleitet ihn. Die Stärke liegt tief in dir verborgen, öffne dich und lass die Stärke aufsteigen. Sei mit deiner Seele im Einklang, damit du
stark bist. Dann bist du stark, ja? Und wir fragen noch, welche Elfe ihm auch begleiten mag, verbeugte. Achte auf das Kleine. Alles im Leben hat die Bedeutung, die du bereit bist, ihm zu geben. Also es geht wirklich um, ja, um Bereitschaft, eine Bedeutung zu geben für deinen Seelenpartner. Wir fragen jetzt auch für dich. Und für dich kommt das Fördern. Also du sollst bestimmte Dinge in dir fördern. Ich meistere jede Herausforderung des Lebens, weil sie dazu dient, meine besten Kräfte zu fördern. Fördern ist das Codewort, das die wahren und wirklichen Fähigkeiten zum Vorschein bringt. Du bist es wert, dass man dich fördert, also nutze jetzt die Chancen in den gegenwärtigen Herausforderungen. Ja? So, jetzt schauen wir nochmal, welche Engel dich begleiten mag. Also für dich kommt die Veränderung jetzt und die Karte sagt, das Leben ist geprägt durch ständigen Wandel und Veränderung. Lass dich zu neuen Abenteuern und neuen Wegen führen. Erkenne den tiefen Sinn und habe Mut, mit dem Fluss des Lebens zu fließen. Das war für dich. Ich hoffe, das konntest du annehmen. Bist du mit in Resonanz gegangen? Wenn das der Fall war, natürlich freue ich mich über ein Like, über dein Abo, über dein Kommentar sowieso. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis ganz bald. Namaste, deine Valeria.